Hallo, liebe Sammlerfreunde. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu liefern. Ich hatte vor einiger Zeit Treuedienstmedaillen ohne Wappen in Silber vorgestellt und wollte dazu immer noch die Urkunden liefern. Ich habe sie jetzt gefunden und will sie auch einstellen, weil ich auch einen sehr qualifizierten Kommentar bekommen habe, meinen ersten. Und vom Lothar, bloß mal so nebenbei, sehr interessant auch seine Seite. Und möchte ganz gerne mal zu den zwei verschiedenen silbernen Treudienstmedaillen ohne Wappen die Urkunden liefern. Ich habe da ein kleines Problem, vielleicht kann mir da jemand auch einen Kommentar was zuschreiben. Weil es für mich von einem zeitlichen Ablauf her ein bisschen schwierig ist. Ihr werdet es aber sehen, wenn ihr euch da ein bisschen für interessiert. So, das als erstes möchte ich vorstellen, diese Treudienstmedaille ohne Wappen, ohne Nummer, die Urkunde dazu. Ja, ich liefere die mal jetzt. Also, da haben wir jetzt erstmal dieses Abzeichen drauf und auch schön in Silber. Relativ selten habe ich so oft nicht gefunden. Und wir sehen dort auch unten im unteren Bereich keine Nummer. Ja, dann haben wir hier das Datum. 8.2. Ja, Miedek unterschrieben, Stasi steht ja auch dort, hier oben in dem Bereich. Ja, so wie die Urkunden waren. Vorne sieht sie so aus. Ja. Ich bitte darauf zu achten, sich das Datum mal anzuschauen für diejenigen, die mir da vielleicht dann weiterhelfen können. Also der 8.2.59. Ja. Dann habe ich die Urkunde für meine Medaille mit Nummer. Also hier in dem Bereich ist die Nummer 179 zu sehen. Wer meine Seite sich angeschaut hat für treue Dienste, der kennt diese Medaille. Und hier die Urkunde. Ja. Hier aber ist eine bronzene abgebildet. Hier ist die Nummer. Also ich weiß nicht, ob das authentisch ist. Jedenfalls glaube ich es. Ja, kann sich ja mal jeder, vielleicht der Interesse hat, zu äußern, was er so meint. Aber dann habe ich das Datum. Also das ist ein älteres Datum gegenüber der anderen Medaille, obwohl sie laut Katalog aber ja früher ausgegeben wurde. Also das beißt sich so ein bisschen. Gut, man sagt mir denn auch, in der DDR gab es nichts, was es nicht gab irgendwo, ne? Auch bei der NVA. Kann sein, dass das irgendwo zeitlich vielleicht später ausgegeben war und dann vielleicht schon aufgeschrieben war. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat der ein oder andere noch so einen Fall und kann mir da im Kommentar weiterhelfen. Also, wie gesagt, das Seltsame ist hier, die Verleihung ist später als die Verleihung der Treuedienstmedaille ohne Nummer, obwohl sie eigentlich laut Katalog früher sein müsste. Gut, das mal zu dem Thema als kleinen Nachtrag. Ja. Gut, nochmal von vorne. So, und dann zu meinem eigentlichen Thema, was ich heute nochmal oder nicht nochmal neu auflegen möchte, ist die Verdienstmedaille. Hier habe ich erstmal noch einen schönen alten Löffel, ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Also, wir haben dort, ich lege den mal hin, HVA, ja, und dann hier 50 drunter, also 1950. Sicherlich auch sehr interessant. Ja, ich weiß nicht, ob man es so erkennen kann, aber nicht so häufig. Gut, jetzt zu einem neuen Thema. Die Verdienstmedaille in Gold mit Nummer.
Ich nehme sie mal aus der Schachtel raus. Ja, von 1956 bis 57 rausgegeben, angeblich, ne? Diese Variante hier wurde vom Träger lackiert, ist häufiger der Fall gewesen, weil die Angehörigen wussten, dass das Gold sich langsam abtrennt von der unterliegenden Silbermedaille. Hier ist es wichtig, dass man auch nochmal guckt. Ja, ich weiß nicht, ob man sieht, dass man die Randpunze erkennt. Kriegen wir sie drauf? Ja, ich glaube, da ist sie, ne? So. Und aus dem Grund, weil diese Medaille lackiert wurde, ist sie auch noch so schön goldfarben. Ansonsten wäre das Gold wahrscheinlich auch vergangen. Typische Kugelnadel bzw. Montage. Und ja, was hier auch sehr wichtig ist, ist diese Spange, die wir da dort haben, dass die diese metallenen Kanten hat. Ja, nur diese Variante ist die authentische, weil das die Spangen sind für die Interimspangen für die erste Variante, die A-Variante. Ja, wie gesagt, 900er Silber, das Grundmaterial und dann vergoldet, in dem Fall lackiert, damit die Vergoldung auch lange hält. Weil beim Tragen dieser Spangen bzw. dieses Ordens ist die Vergoldung relativ schnell runter oder das darunterliegende Silber ja, durch Oxidation kann halt das Gold dann auch vergehen. Ne? Inwieweit die Spange dazugehört, ist immer nicht so hundertprozentig zu sagen, weil viele Medaillen an größeren Spangen getragen worden sind und die wurden dann abmontiert an die große Spange ran, wenn er dort noch mehrere Orden verliehen bekommen hat. Und dann ist oft bei dem Wiederzusammenstellen dieses Konvoluts oder mancher Konvolute oder mancher Orden wieder das Problem da gewesen. Hat man jetzt die richtige Spange noch dazu oder ist es die falsche, eine spätere? Und in dem Fall die Interimspange stimmt. Und ich glaube auch, dass die Spange zum Orden hinhaut. Ne? Also die Nummer dieses Ordens ist die 0277 277. Also ist es gab nicht unendlich viele. Ich weiß nicht, wie weit es ging. Ich glaube, irgendwas in 300er Nummern sind wohl im Katalog dargestellt bzw. aufgeschrieben. Dann kann man sich schon vorstellen, wie selten dieses Teil auch ist. Ich vermute auch die Originalschachtel. Kennen wir. Schließer umdrehen. Ja. Und schönes Stück. Die Urkunden sind sehr schwierig zu bekommen. Wenn man natürlich von jemandem einen Nachlass hat, kein Thema. Aber im Nachgang Urkunden für Verdienstmedaillen zu bekommen, der ersten Variante, sehr selten. Ich muss mal schauen, ob ich noch eine von Bronze habe. Aber die Darstellungen sind auch sehr genau von den Orden auf dieser Urkunde. Daran kann man es erkennen. Ja. Und natürlich am Datum, am Ausstellungsdatum. Gut, ansonsten habe ich noch eine schöne, interessante Sache, wo ich ganz gerne auch die Hilfe von Sammlern brauche. Ich habe mir vor kurzem einen Dolch ertauscht. Ja, einen frühen. Also was heißt früh? Einen der letzten Varianten von NVA-Dolchen in Anerkennung für hervorragende Leistung.
kennen die Insider. Die Nummer ist eine 3229. Hinten ist ganz schwach zu sehen das Mühlhausen-Logo. Ja, jetzt weiß ich nicht. Jedenfalls kann man es ganz schwach erkennen. Ja, da streiten sich die Profis, die Geister. Also angeblich 3000er Nummern, okay. 2000er auch und 1000er Nummern auch. Aber was darüber hinausgeht, problematisch. Weil, wie gesagt, nach 1990 teilweise weiter zusammengebaut wurde und auf Resten gebaut wurde. Und ja, ob es verliehen wurde, Frage, weiß ich nicht. Gut, aber auf alle Fälle ein schönes, authentisches Stück. Man sieht hier auch die Scharfkantigkeit der Scheide, was ein Zeichen ist für ein ja, Stück, was eben sehr spät war. Und die frühen Stücken haben runde Scheiden an der Seite. Ja, ansonsten für mich ein schönes, authentisches Stück. Ob es jetzt wirklich oder vielleicht nach 1990 zusammengebaut worden ist, ja, Fragezeichen. Aber auf alle Fälle aus Original. Oder soll es gewesen sein?